Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit mir, dem Robin, Kayo und ein paar Wachen. Ich habe ja eben gerade, als ich wieder ins Spiel reingegangen bin, das ist ja wieder ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich schon gefragt, was wir eigentlich gemacht haben. Aber jetzt fällt es mir wieder ein, wir wollten ein bisschen jagen, um Geweihe zu bekommen. Leder zu kriegen, beziehungsweise Felle, glaube ich, weil wir noch ein paar Hirsch-Sachen brauchen. Und dann natürlich auch noch Säbelzahn-Items. Ich weiß nicht, ob ich euch brauche, aber ich nehme euch mal mit. Ist ja wohl kein Problem, ne? So. So. Bleib hier. Nehmen wir gerade einfach mal alles mit. Mal gucken, was wir wo brauchen. Komm her. So. Ja, auch gerade mal mit. Weil ein paar Sachen können wir auf Alchemie gut verwenden. Deswegen ist alles sehr willkommen. Ja, was machen wir denn heute in der Aufnahmesession? Ich weiß noch nicht erstens, wie lang die Aufnahmesession geht. Und vor allem habe ich mir auch noch kein richtiges Ziel vorgenommen. Ich würde mal sagen, heute wird vielleicht mal so ein bisschen rumdaddeln und vielleicht ein, zwei Quests, wo ich gerade mal vielleicht Lust drauf habe, mal machen. Aber ansonsten halt ein bisschen mal jagen, ein bisschen mal herumspazieren vielleicht. Das sehen wir dann. Guten Tag. Kayo? Kayo? Kayo, alles klar. Einer da oben, der andere ist hier. Wir fangen mal an. Nee. Nee, auch nicht die Stahlpfeile. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Elfenpfeile, oder? Vulkan. Oh, mal Vulkan macht sogar 18. Na, gucken wir mal die. So. Alter, was ist denn das für eine Spitze, Junge? Er hat kassiert. Er hat kassiert. Okay, der andere kommt auch gleich. Der ist jetzt schon so gut wie down eigentlich. Oh, der ist schon down. Perfekt. Jetzt komm schnell rüber, Kayo. Oder runter. Kayo, bitte. Jawohl. Genau das wollte ich jetzt machen. Oh. Immer noch. Ah, Kayo ist hier unten. Okay, dann können wir jetzt einfach nur abwarten. Ich will jetzt quasi. Okay, bewegt sich noch. Jawohl, versteckt. Wir wollen sogar noch Schleichen verbessert. Das ist doch genau das, was wir wollen. Ah, das ist da hinten. Okay. Können wir noch schnell den looten? Weil ich würde genau mal in die Truhe bei denen mal gucken, was die da so haben. Könnte nützlich sein. Hallo, Riese. Ja, und Pfeil. Das. Brauchen wir Mammutschlusszahn? Brauchen wir eigentlich nicht. Hammer. Zwergenhammer. Okay, alles ziemlich krasser Shit. Aber ich lasse das erstmal so. So. Du hast nichts gesehen. Oder passiert. Es ist alles gut. Ruh dich aus. Leg dich schlafen. Gute Nacht. Das lief wirklich besser ab. Halt dadurch, dass wir halt diese Distanz hatten, hat er uns nicht sofort sehen können. Ne, ihr wisst es doch. Okay, okay, ja. Stahlhelm, ne, wollen wir nicht. Wolfspelz noch, sehr schön. Wo ist die Truhe? Truhe? Warum liegt denn hier eigentlich eine Keule? Egal. Dietrich ist schön Gold. Das brauchen wir noch für irgendeinen Kopf, ich weiß es noch. Beziehungsweise glaube ich, es noch zu wissen. Käse brauche ich nicht. Wobei, komm, nehmen wir mal mit.
In der Not. Dann würde ich sogar... Oh ne, wobei, wir bleiben noch ein bisschen hier und gucken mal, dass wir vielleicht noch mal ein paar Säbelzahntiger finden. Weil halt echt die Reißzähne halt für mich momentan echt so eine Rarität sind. Und wenn wir jetzt halt nichts in nächster Zeit finden, dann gucke ich mal, dass ich halt einfach im Alchemieladen irgendwo ein paar Aufgabe. Steht da unten jemand? Ja, da steht jemand. War eigentlich turnt doch die Alchemie. Und Bär, natürlich. Ziegen. Brauche ich Ziegen? Ah, ich brauche Ziegenhörner. Ich bin da. Nein! Ah, fuck, ich dachte, der läuft jetzt rechts rüber. Ich bleibe dran. Ah, okay. What? No! Ja, Bär, warte kurz. Ah, verdammt! Bär, du machst meine ganze Beute kaputt. Wo ist er? Da ist er. Wartet jetzt aber. Warum wollt ihr eigentlich alle zu mir heute gerade kommen, hä? So, jetzt gehen wir mal kurz hier rüber. Gehen jetzt hier kurz drauf. Nehmen wir mal kurz heilen, weil die mir gerade alle auf den Sack geht. Okay, macht jetzt bei dem Ende. Schön. Finde ich aber nicht nett. Ach, da war uns Stab. Hallo. Danke. Das könnte ich gebrauchen, dass die Robe. Nö, das da, das da. Ein Blitzschlag, der 40 Punkte Blitzschaden und Gesundheit. Was? Ne, auf Gesundheit und die Hälfte auf Magika verursacht. Danach springt. Ups. Springt der Blitz auf ein weiteres Ziel. Das ist ja mal krass. Nehme ich mal mit, auch wenn wir gerade nicht so die großen Magier sind. Entweder könnten wir das in der Zukunft gebrauchen oder. Also gebrauchen können wir es oder so. Gibt Geld. So, hier oben war noch eine Ziege. Hoffen wir drauf, dass da mal ein Horn drin ist, damit wir schon mal ein bisschen was haben. Schade. Na gut. So, was noch? Oder wohin jetzt? So gesagt. Weil eigentlich sind so die Säbelzahntiger eher so hier am... Also bisher habe ich die immer nur... Da! Da sehe ich doch schon einen. Immer nur am Rand so gesehen. Also nicht mittendrin im Feld, sondern dann schon hier immer außen. Komm bitte, bleib da. Okay. Hä? Wieso lebt denn der Wolf mit dem Säbelzahntiger zusammen? Was ist denn das hier für eine kranke Welt? Was? Ja, jetzt ist aber gut. Hä? Ah, jetzt sind es Eisenpfeile. Alles klar. Halt die Gusch. Jetzt hab ich den schon wieder... Alter, wieder weggenockt wurde. Was ist los, hä? So. Oh nö, jetzt bin ich wieder krank. Mann, oh. Jetzt wahrscheinlich eh wieder vergessen. Das war ein Auge, kein Säbelzahn. Reißzahn. So. Das sieht hier merkwürdig aus. Okay. Ach, dann. Geh weg. Da hinten ist ein Elch. Was ist denn das? Ein
Grab oder so wahrscheinlich. Hier ist eine Höhle. Und Blumen. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt packen. Mit Dreifachschleichschaden. Ja, packen wir. Schön. Ah, da ist er. Okay. So, kleines Geweih braucht man, glaube ich. Wir brauchen aber auch großes Geweih. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah. Ah. Ich wollte gerade sagen, du lebst noch. Frechheit. Oh. Double long shot. Hol ich mir erstmal den einen wieder, der andere ist wahrscheinlich eh schon weggerannt. Großgeweih, sehr schön. Ich weiß gar nicht, also ich habe gerade noch. Oh. Warum sind hier zwei Riesen? Das erfordert drastische Maßnahmen. Zwergenbolzen kann ich. Da benutze ich die hier am besten. Ach, ihr seht mich doch gar nicht. Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ich möchte eine andere Posi, wo ich dann länger quasi draufhalten kann mit Schleichschaden. Da rennt der Hirsch weg. Ja, das jetzt hierher rennt, ist natürlich jetzt genau das, was ich nicht wollte. Aber hier kommen sie auch nicht hoch. Also heißt, wir müssen erstmal einen ganzen langen Weg hier. Oh, hier kommen sie hoch. Das ist natürlich auch scheiße. Egal. So. Ja, verdammt. Kayo trifft besser als ich. What? Wieso trifft er mich vor allem? Frechheit. Nee. Bin ich auch schon wieder frech. Hey, wo ist der schon? Oh, okay. Ich mach einen Abgang. Hilfe. Der betet. Oh Mann. Nicht so schnell. Jawohl. Noch ein Hit, Kayo. Zack. Schön. Sehr schön sauber erlegt. 50 Honigpunkte. Brauchen wir nicht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen denen? Ich glaube, das ist einfach nur der Wert, oder? Wenn die vergoldet sind, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Warte mal, wo müssen wir hin? Da. Schön. Oh. Ich wollte sagen, was ist denn jetzt die Leiche von dem. Also unsere Beute hin. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so gerade so Lust, mal in diese Höhle zu gehen. Wie sieht es eigentlich technisch aus mit unserem. Unser Gewicht ist in Ordnung. Das Eisen können wir noch mitnehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die Höhle reingucken, was da so drin ist. Vielleicht ist sie ein bisschen größer, das heißt, und könnte vielleicht ein bisschen länger dauern, bis wir wieder draußen sind. Was ich damit ansprechen würde, ist halt, dass vielleicht dann, wenn wir wieder draußen sind, dann wieder Säbelzahntiger vielleicht hier in der Nähe rumrennen. Dann können wir quasi von hier aus nochmal so zur Richtung. Weißlaufrennen, können dann noch ein bisschen Zeug verkaufen. Nördlicher Bruchbeinpass, nicht Bruchbein. Das ist nicht richtig, das ist richtig. So. Okay.
Bei den Zwillingsmonden. Okay. Oder, hä? Ich hab doch hier gerade was gehabt. Ah, hier gibt's. Weißt du? Kommst du in so eine komische Höhle rein? Was ist das da vorne? Warum schwebt da so ein Seelenstein? Alter! Hör auf damit! Hör auf damit! Alter! Alter, ich hab mich ganz so erschrocken, ey. Was? Was? Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Ich brauch mal ein Schild. Hab ich ein Schild überhaupt? Ich hab doch ein Schild bestimmt, oder? Ja, hier. Zack. Das war noch einer. Aha, Überraschungsangriff. Da, hast du. Alter, was ist denn hier los? Ja komm, Skelette brauchen wir uns ja nicht mehr angucken, haben wir schon damals gesagt. Auch wenn sie Gold haben, weil ja, wie man kennt ja, der normale menschliche Körper ja seine Knochen aus Gold bestehen, brauchen wir jetzt nicht, weil für jedes Mal, also für jede 4 Gold da extra mal so ein Skelett zu öffnen, habe ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Wie viel Geld haben wir eigentlich momentan? 13.000, ja easy, können schon wieder ein nächstes Grundstück kaufen. Hat Geld ohne Ende, aber kann nicht mal einen normalen Weg hochlaufen. Hochlaufen. So, was ist jetzt die Sache? Ist auch bewegen. Okay. Noch mehr Skelette, noch mehr Blut. Was zum Teufel ist hier los? Irgendetwas riecht hier faul. Entschuldigung. Den Witz bringe ich jetzt immer. Hey, wer bist du? Ja, Bolus. Mein Leben rennt runter. Mein Leben rennt runter. Ja. Oh, mit dem Scheiß. So. Alter, was ist denn hier los? Boah, das sieht freaky aus. Diabolist durchsuchen. Das ist ein Stab. Der Veränderung, Veränderungszauber, bla bla bla, Eisenpfeil, ist jetzt eine Beschwörung, großer Seelenstein. Das Skelett ist irgendwo hier drüben umgefallen. Nice. Ja, das, wir müssen halt auch echt mal wieder ein bisschen mehr so einfach mal Höhlen durchsuchen, die nicht irgendwie in der Quest oder so vorkommen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit eigentlich sogar fast nie gemacht, oder? Ach so, das Ding ist kaputt gegangen. Hat er noch irgendwas? Er hat einen voll coolen Anzug irgendwie. Weißt du, er hat keine Krone auf, aber so einen coolen Anzug. Aber ich sehe hier in seinem Inventar nur diese komische Krone hier. Doofkopf. Was hat er hier? Blutiger Lumpen, Eisenpfeile, zerrissene Hose. Da liegt ein alter Nord mit einer Goldkette. Ey, was hat er hier gemacht, ey? Alter, menschliches Alter. Was war das denn für ein Psycho, ey? Ich hab der Welt einen Gefallen getan. Was steht denn hier? Schwaches Gift des langsamen Leidens. Nehmen wir mal mit. Was ist da drin? Noch mehr Pfeile. Alles klar. Gucken wir mal weiter. Liebe mit gezücktem Schwert oder was weiß ich, was hier noch kommt. Spinnen? Bitte, du hast es nicht gerade ihn, oder? Hast du es gemacht? Ich wollte gerade sagen, mit Schildschlag ihn zu töten ist ja... Nee, okay. Aber mein Schwert kann's. Oh! Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Orkische Stiefel. Nicht schlecht, aber... Upsa. Achso. Ja, aber vielleicht gut, dass wir von diesem Winkel aus das gemacht haben. Buch? Nee, beschädigt ist. Aber wollte schon sagen, ey, die roten Punkte da in diesem Stein, das kam doch bekannt vor. Zack und Ende. So.
Ach, hier geht's weit. Irgendwie sieht mir das noch was aus. Was gibt es? Was ist das? Untersuch das mal. Okay, habe ich mir schon gedacht. Ist das? Seid ihr bereit? Auf! Khajiit, folgt euren Schritten. Danke, Kayo. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Schaden das macht. Naja, macht es mich instant tot. Das hat jetzt auch nicht so wirklich das Bedürfnis nach. Sonst hier irgendwas noch? Hier drüben? Geht's nirgendwo hin? Hier die Pilze habe ich alle eingenommen. Beziehungsweise eingesammelt. Gut. Dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!